Die vorhergehende Referentin hat schon so ein bisschen an einer Stelle den Finger in die Wunde gelegt, als sie den Wegweiser so erwähnt hat, der so in die falsche Richtung, also der bei den Daten dann in die falsche Richtung deutet. Das hat nicht unbedingt jetzt was mit Qualitätsmängeln zu tun, aber Qualitätssicherung ist bei OpenStreetMap natürlich ja das A und O. Die Datenbasis ist mittlerweile gut. Jetzt geht es natürlich auch immer darum, wie man den Standard hält oder verbessert. Und da freue ich mich auf den Vortrag von Michael. Hallo. Ja, die Qualitätssicherung bei OSM lässt manchmal zu wünschen übrig. Und darum geht es in meinem Vortrag, wie man die mit Hilfe von Vektortiles verbessern könnte. Ich möchte zuerst kurz vorstellen, was der Status quo ist bei Qualitätssicherung. Die drei großen Qualitätssicherungsdienste und deren gemeinsames Problem, wie Vektorteils eine Lösung sein könnten, wie häufig sich Daten in OSM überhaupt ändern, welches Format man für Qualitätssicherungszwecke verwenden könnte, und dann noch zur Größe der Teils, und ein Schwerpunkt des Vortrags wird sein, der Inhalt der Teils, wie man da mit Relationen umgeht. Bislang gibt es zur Qualitätssicherung in OpenStreetMap drei große Dienste. Das ist zum einen der OpenStreetMap Inspector, der nicht nur Qualitätssicherungstool ist, sondern auch noch so eine Sammlung an Spezialkarten. Hier sieht man jetzt ein Areas View mit kaputten Flächen und vor allem Multipolygone, aber auch einfache Ways. Es gibt den Dienst KeepRite und es gibt den französischen Dienst Osmose. Osmose ist von den dreien der jüngste und hat auch das modernste UI. Die anderen beiden werden etwas lieblos behandelt. Wenn man die drei kann man vergleichen nach einigen Kriterien. Das wichtigste Kriterium eigentlich ist, wie häufig werden die Daten in diesen Diensten aktualisiert. Und es fällt auf, es gibt keinen Dienst, der stündliche Updates hat. Alle haben tägliche Updates, KeepRite schafft sogar bloß einen wöchentlichen Rhythmus. Um überhaupt diesen Rhythmus zu halten, wenden einige der Dienste auch Partitionierungstechnik in Anspruch, dass sie die Welt in kleinere Teile aufteilen, um beim Prozessieren der einzelnen Teile weniger Arbeitsspeicher und andere Ressourcen zu benötigen. Der OSMI macht das gar nicht. Der rechnet in den meisten Fällen immer die Welt als Ganzes durch. KeepRite teilt die Welt in, glaube ich, 64 Rechtecke auf, die etwa gleich groß sind von der Datenmenge, und Osmose nutzt die Länderextrakte der Geofabrik. Der OSMI ist meines Wissens nach der einzige von den dreien, der Parallelisierung einsetzt. Beim OSMI werden verschiedene Views, also die einzelnen Themen, parallel berechnet auf verschiedenen Computern. Die anderen parallelisieren nicht. Der OSMI ermöglicht, kann auch dritte Datenquellen einbinden. Der Areas View wird gar nicht von der Geofabrik berechnet und der Routing View wurde gar nicht von der Geofabrik programmiert. Da lassen wir nur das Programm laufen. Der OSMI setzt überwiegend C++ ein, aber die externen Teile verwenden auch gern andere Programmiersprachen, unter anderem Java für den Routing View. KeepRite setzt auf PHP und die eigentliche Fehlersuche erfolgt in einer Datenbank, und Osmose setzt auf Python und eine Datenbank. KeepRite und Osmose setzen als Datenbankschema Osmosis ein. Der OSMI ist in weiten Teilen nicht Open Source und die anderen beiden sind es. Und das große Problem ist, das habe ich jetzt schon angedeutet, sie halten sich nicht an die Regel Don't Repeat Yourself. Sie rechnen jeden Tag oder jede Woche den gesamten Planet durch, dabei ändert sich in OpenStreetMap innerhalb einer Woche oder eines Tages gar nicht so viel. Deshalb denke ich, sind Vektorteils eine gute Lösung dafür. Warum sollte man Teils nehmen und nicht ein anderes Partitionierungsschema? Teils sind jetzt ein etabliertes Schema zur Partitionierung. Es gibt schon Software dafür, und wenn man doch noch Software dafür schreiben muss, kann man die Software auch anderweitig wiederverwenden. Man ist dann zwar gezwungen, die WebMercator-Projektion zu verwenden, die
gewisse nicht zu vernachlässigende Nachteile hat. Unter anderem kann man nicht die ganze Welt damit abbilden. Aber da es in den polnahen Gebieten wenig Daten gibt, ist dieser Nachteil meiner Meinung nach zu verschmerzen. Ich habe in meiner Masterarbeit analysiert, wie häufig auch OpenStreetMap-Daten sich ändern. Habe mir eigentlich, um Vektorteils erzeugen zu können, in dem Format, das ich haben möchte, mir einen eigenen Datenbankimporter geschrieben. Der kann auch Diffs anwenden und sogenannte Expiry-Listen schreiben, wie es auch OSM2PGSQL macht. Also Listen, welche Teils neu gerendert werden müssten, wenn es eine Rendering-Datenbank wäre. Die Listen sehen aus, wie hier auf der linken Seite dargestellt. Diese Listen kann man auch in Shapefiles konvertieren. Dazu habe ich ein Programm geschrieben namens expiry_sap. Und wenn man die mit einigen SQL-Abfragen noch zusammenfasst, kommen dann so schöne Bildchen wie dieses hier raus. Das hier sind die Änderungen in OpenStreetMap von Ende August bis Anfang Oktober letzten Jahres. Ich habe alle stündlichen Diffs aus diesem Zeitraum importiert. Alle Gebiete, die blau sind, haben wenig Änderungen erfahren. Und wenn man genauer hinschaut, es gibt ein paar wenige Teils auf Zoom-Stufe 12, die in diesen 5 Wochen keine Änderungen erfahren haben. Das ist ein Gebiet im südwestlichen Brandenburg. Okay, dort ist auch tote Hose, muss ich sagen. Nee, Potsdam ist echt lebendig dagegen. Das ist orange, das ist unter dem E von Berlin. Aber weite Teile haben in 10 Stunden dieses gesamten Zeitraums aktualisiert. Das heißt, wenn man täglich die Daten neu prozessiert, etwa 20 bis 30 Mal zu oft prozessiert. Es gibt auch ein paar Hotspots, das sind die Stadtzentren von Berlin und Hamburg. Vermutlich waren das die vielen Maps.me-Mapper. Das sieht auch im anderen Teil im Südwestdeutschland ähnlich aus. Dort fällt noch eins auf, wenn man Relationen berücksichtigt, dann treten Bahnstrecken hervor, nicht die Autobahnen. Das liegt daran, dass es in Deutschland eine aktive Eisenbahn-Mapper-Community gibt. Und wenn die irgendwo einen Way aufteilt und er wird von 5 ICE-Linien benutzt, dann werden all diese 5 Relationen expired. Und die sind meistens etwas länger, die gehen von Basel bis Berlin oder von Amsterdam bis weiß Gott wohin. Folglicherweise expire dann das gesamte Rheintal. In Frankreich sieht man den Effekt auch, aber nicht so schlimm. In den USA machen Relationen gar nichts aus, aber dort sieht man, dass dort auch mappingmäßig wirklich nichts los ist, bis auf die 2 großen Städte in Kalifornien. An der Ostküste sieht es ähnlich aus. Ich habe jetzt nur diesen etwas größeren Ausschnitt aus Kalifornien genommen. Wenn man Relationen weglässt, kommt man zu einem meiner Meinung nach realistischeren Ergebnis. Im ländlichen Raum treten Lücken hervor und die Bahnstrecken verschwinden ganz. Die Bahnstrecken waren sonst etwa einmal täglich expired worden. Das Ganze noch einmal für Frankreich und Südwestdeutschland. Und jetzt treten wirklich Städte hervor. Und in den USA würde es sich jetzt richtig lohnen, Vektorteils einzusetzen. Zum Vektorteilformat. Die meisten gebräuchlichen Vektorteilformate sind für den Zweck, denke ich, nicht geeignet. Es sind Formate, die für das Rendering gedacht sind. Dies enthalten die Geometrie direkt als Koordinatenliste. Und keine Ways mit ihren Referenzen auf die Node-IDs. Für einige Qualitätssicherungszwecke braucht man jedoch die Topologie, sprich welcher Way referenziert welchen Node, gerade wenn man Routing-Fehler finden möchte. Es gibt von Mapbox schon sogenannte QA-Tiles. Dabei handelt es sich um GeoJSON. Und GeoJSON enthält keine Topologie. Außerdem enthalten diese QA-Teils auch keine Relationen. Ich habe dann die naheliegende Lösung genommen und mich für ganz normales OSM-PBF entschieden. Dann kann man auch schon bestehende Software, die OSM-Daten einlesen kann und darin Fehler sucht, weiterverwenden.
Es stellen sich jetzt noch zwei Fragen. Wie groß sollen diese Teils sein? Und welche Inhalte sollen in den Teils enthalten sein? Die Größe der Teils sollte sich nach den Daten richten. Wenn ich relativ lange Geometrien habe, dann ist es keine gute Idee, sehr kleine Teils zu wählen, weil man dann die Geometrie mehrfach prozessiert, weil sie in jedem Teil vollständig enthalten ist, vorausgesetzt sie ist vollständig enthalten. Warum sie das sein soll, erkläre ich gleich. Deshalb sollen die Teils so groß sein, dass die meisten Objekte, die in ihnen liegen, auch nicht aus dem Teil herausragen. Objekte mit großer Ausdehnung sind in OSM typischerweise Grenzrelationen, die auch mal einen halben Globus reichen können. Fließgewässer, die nicht verdohlt sind, also keine kleinen Bäche, sondern eher größere Flüsse, die können auch kilometerlang sein. Wälder und größere Seen. Objekte mit typischerweise kleiner Ausdehnung sind als Nodes gemappte Points of Interest und Gebäude. Und wenn in einer Gegend Gebäude gemappt sind, dann sind auch diese verantwortlich für die große Datenmenge. Deshalb ist es eine gute Annäherung, einfach zu untersuchen, wie viele Nodes ein Teil hat und daran zu entscheiden, ob man es noch weiter aufteilen sollte oder ob man es bei dieser Größe belässt. Die Annäherung, Nodes pro Teil zu verwenden als Maßstab für die Teilgröße, kompensiert auch den Fehler der Mercator-Abbildung. In polnahen Gegenden, wo ein Teil nur noch eine geringere Fläche auf der Erdoberfläche abdeckt, werden die Teils von Natur aus dann wieder größer, sodass dieser Fehler ausgeglichen wird. Die Größe von Teils kann man mit dem Programm Dense Teils aus der Sammlung Osmium Contrib ausrechnen. Ich habe es in meiner Masterarbeit für jede gewünschte Zoom-Stufe einmal laufen lassen. Das ist nicht die effizienteste Lösung. Man könnte das Programm auch noch umschreiben, dass es mehrere Zoom-Stufen auf einmal berechnet. Dazu hat mir aber dann die Zeit gefehlt. Für die Zoom-Stufe 10 sieht die Ausgabe dann etwa so aus. Zuerst die Zoom-Stufe 10, dann X-Koordinate und Y-Koordinate des Teils und dann die Anzahl der Nodes im Teil. Diese Listen habe ich alphabetisch sortiert und dann mit einem Python-Skript zusammengeführt. Das hat insgesamt als 45 bis 60 Minuten gedauert. Der Großteil der Zeit ging für Dense Teils drauf. Das Sortieren selbst und das Zusammenführen hat noch 3 Minuten gedauert. Das Resultat ist dann das hier. Der Schwellwert war hier 5000 Nodes pro Teil maximal. Wenn das Teil mehr als 5000 Nodes hat, wird es aufgeteilt. Und die größte Zoomstufe ist die Zoomstufe 16 und die kleinste war die Zoomstufe 8. Man sieht auf dem Wattenmeer draußen, wo es wenig Daten gibt, gibt es schnell sehr große Teils. So, nun zum Inhalt der Teils. Was sollen die Teils enthalten sein? Es stellt sich die Frage, sollen welches vollständig enthalten sein? Ich kann eins sagen, mit unvollständigen Ways kann man nicht arbeiten. Man braucht braucht nicht nur die Nodes, die im Teil selbst liegen, sondern auch noch einen Teil der Nodes, die außerhalb des Teils liegen. Wenn ich nämlich nicht weiß, wo sich die Nodes, die der Way referenziert, aber außerhalb des Teils liegen, befinden, weiß ich nicht, ob der Way von hier lang geht oder hier lang geht. Das ist relevant, wenn ich sich überkreuzende Linien finden möchte und nicht mal weiß, wo sich das Segment befindet, das die Teilgrenze kreuzt. Das heißt, man braucht zumindest diesen Node und wenn man zu faul ist zum Programmieren, schreibt man diesen Node mit noch ins Vektorteil. Mit Vektorteils sind prüfbar zum einen Tagging-Fehler,
weil die Texte, Objekte, die in einem Vektorteil enthalten sind, sind im Vektorteil enthalten. Was nicht geht, ist die Suche nach exotischen Tags, die auf globalen Statistiken beruht. Dazu braucht man Hilfslösungen wie eine Datenbank, in der man alle aktuell vorhandenen Tags speichert. Sprich, man bräuchte eine Art Tag-Info noch im Backend. Man kann mit Vektorteils Geometriefehler in Waze prüfen, also Selbstüberschneidungen oder ob Nodes doppelt referenziert werden. Und man kann auch einfache Routing-Prüfungen machen, zum Beispiel, ob es unverbundene Ways gibt, die nahe beieinander sind. Nicht prüfbar sind Routing-Inseln, Routing-Quellen und Senken. Gerade letztere sind nicht zuverlässig prüfbar. Man kann einige entdecken, aber nicht alle. Die Tiles enthalten natürlich auch, sollten auch Relationen enthalten. Und da stellt sich die Frage, sollen diese Relationen vollständig sein? Vollständige Relationen sind keine gute Idee, weil dann enthalten die Tiles an vielen Bahnstrecken meistens die Gleise von halb Deutschland. Weil die, wegen besagten Eisenbahnrelationen. Man kann auch, wenn nicht alle Mitglieder der Relation im Teil enthalten sind, Multipolygone prüfen, ob sie gültig sind. Vorausgesetzt, die Rollen sind vergeben für die Mitglieder, das heißt, ob es Outer oder Inner Ways sind. Man kann bei Grenzrelationen prüfen, ob die Polygone gültig sind. Und man kann Lücken in ÖPNV-Relationen finden, die dem neueren Schema folgen. Mit vollständigen Relationen kann man die Hierarchie von Admin-Grenzen prüfen, ob es Lücken in Routenrelationen gibt, die dem alten Schema folgen und ob die Reihenfolge in ÖPNV-Routenrelationen korrekt ist. Wenn man hier zum Beispiel ein Multipolygon hat mit zwei Ringen und diese beiden Ringe überschneiden sich, was kein gültiges Polygon ergibt, und diese Überschneidung befindet sich im Teil, dann findet man diese auch. Weil beide Ways im Teil enthalten sind und somit man die Überschneidung finden kann. Die gepunkteten Linien sind nicht im Teil enthalten und fehlen also auch im Vektorteil. Man kann auch Fehler finden, wenn sich zwei Ringe überlappen, was auch kein gültiges Polygon ergibt. Denn wenn der Fehler im Teil liegt, dann sind auch die verursachenden Objekte im Vektorteil enthalten. Man kann auch Lücken in Ringen finden. Dadurch, dass man einfach von einem unvollständigen Multipolygon, einem solchen Vektorteil, versucht, Ringe zusammenzusetzen. Und wenn ein Ringende sich im Gebiet des Teils befindet, dann ist dort eine Lücke. Wie ich schon vorher sagte, die Hierarchie von Grenzrelationen kann man nicht prüfen. In diesem Fall hier, den ich hier zeige, könnte man sie prüfen, weil hier die Grenzrelation B die Grenzrelation A kreuzt. Das eine Mal zweigt sie zur rechten Seite ab, das andere Mal zur linken. Aber wenn das gemeinsame Stück aus dem Teil herausragt, ist das nicht offensichtlich. Es fehlt der Kontext, denn im Vektorteil ist der Way 3.5 und 3.6 nicht enthalten, sodass ich nur sagen kann, ja, das sieht ja gültig aus. Und wenn ich hier das nächste Teil betrachte, dann sieht es auch gültig aus. Was soll da kaputt sein? Zur Validierung von Routen. Klassische Routen in OSMs müssen nicht geordnet sein und müssen keine lückenlosen Linien ergeben. Und da sie keine lückenlosen Linien ergeben müssen, kann ich auch keine Lücken suchen. Abzweige sind auch erlaubt. Bei ÖPNV-Routen, die dem neueren Schema folgen, muss die Mitgliederliste geordnet sein und Haltestellen müssen sich am Anfang befinden. Und die Linie muss eine lückenlose Linie ergeben.
Deshalb kann ich bei unvollständigen Relationen Lücken suchen mit dem gleichen Verfahren, das man auch für Multipolygone verwendet. Die Reihenfolge kann man da aber nicht überprüfen, weil man nicht weiß, was die Anfangs- und Endhaltestelle ist. Hier nochmal grafisch gezeigt. Das Graue ist jetzt das Teil, dessen Daten ich habe. Ich weiß also die Geometrie von 10 und 21. Ich weiß aber nicht die Geometrie von 20, 13 und 14. Und damit möchte ich für eure Aufmerksamkeit danken. Ja, vielen Dank für den spannenden Vortrag. Gibt es Fragen? Ist das denn jetzt implementiert oder ist das jetzt nur eine Idee oder was ist der Status? Es ist in Teilen implementiert und in Teilen eine Idee. Also implementiert ist der Datenbankimporter und ist die Erzeugung der Vektorteils. Kurze Bemerkung zu den Polarregionen. Das Problem ist nicht in erster Linie der Bereich, der außerhalb der Mercator-Karte ist, sondern dass in den polnahen Gebieten relativ weit nach Süden und Norden reichen, also zum Äquator hinreichend, die Anzeige in den Qualitätssicherungstools viel zu spät beim reinen Zoomen erfolgt. Und man deshalb also beim OSN-Inspektor ganz deutlich sichtbar, zum Beispiel im Area View, das ist praktisch nicht nutzbar, weil man viel zu weit reinzoomen muss, bis überhaupt was auftaucht. Weil die niedrigste Zoomstufe, auf der die Sachen gerendert werden, genau, zu hoch ist. Okay. Danke. Ist vielleicht eher eine Verständnisfrage. Also der Vortrag hat sich nach meinem Verständnis in zwei Teile gegliedert. Das eine ist der Vorschlag, in Teils quasi eine Aktualisierung durchzuführen, weil das effizienter ist, wie wenn man jedes Mal die ganze Welt durchprozessiert. Das ist ja, sag ich mal, eine Anwendung, die sich an die Leute richtet, die quasi intensiv oder halt viel OpenStreetMap-Daten nutzen. Oder, sage ich mal, für diejenigen, die diese OpenStreetMap-Datenbank aufbauen, das war mal nicht so ganz klar. Und der zweite Teil, habe ich so verstanden, ist eigentlich, dass man das auch nutzen will, also jetzt quasi diese Partitionierung, um nachher eine topologische Prüfung zu machen von diesen Geometrien. Und was mir da irgendwie gefehlt hat, ist, also dieses Tool würde, so wie du das vorgestellt hast, im Prinzip Fehler finden, aber die Korrektur würde ja dann hinterher immer noch von jemandem gemacht werden müssen. Ja, die Korrektur wird weiterhin manuell gemacht, weil wir bei OpenStreetMap dem automatischen Editieren eher kritisch gegenüberstehen. Also wie du beschrieben hast, das Aufteilen macht natürlich Sinn, wenn danach man weniger Arbeit machen muss, aber das Aufteilen selber kostet ja auch Arbeit. Das heißt, wenn ich jetzt direkt auf dem Planeten arbeite und jeden Tag diesen Update mache, wie die Tools, die du vorgestellt hast, das machen, die haben natürlich den Vorteil, dass sie diese Aufteilung nicht machen müssen, dass sie sich nicht merken müssen, was ist in welches Teil muss geupdatet werden, keine Datenbank führen müssen, die das alles hat. Und das macht diese Tools natürlich einfacher und schneller. Jetzt ist die Frage, mit deiner Erfahrung, mit der Implementierung, gewinnen wir so viel dadurch nachher, dass wir diesen extra Aufwand mit dieser Aufteilung machen. Also durch die Aufteilung gewinnen wir dazu am Ende nachher so viel, dass es sich lohnt, diese Aufteilung zu machen. Also dass es sich lohnt, diese Datenbank zu führen und den Teilexpire durchzuführen und all diese Sachen. Also die Frage wäre letztlich, wie schnell kriegen wir denn die Updates dahin und was ist der Aufwand, den man jetzt rechentechnisch machen muss? Was für einen Rechner braucht man dafür, für diese Datenbank oder sowas? Also für die Datenbank braucht man einen Rechner, der mit einem OSMTP-SQL-importierten Blended umgehen kann.
Was ja schon ein bisschen was ist. Ja, das darf keine schwache Maschine sein. Ob dieser Teil mit einer Datenbank gemacht wird oder ob man die Vektorteils direkt aus dem Blended erzeugt, darüber kann man noch diskutieren. Das muss nicht der Weisheit letzter Schluss sein, was ich da gemacht habe.